Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Farmers Life. Jo, wir haben hier unsere Kühe letztes Mal fertig gemacht, gebracht und hast nie gesehen. Und mir ist eingefallen mit den Steinen. Das können wir doch den Ramsey doch mal eben da vorne eben ansprechen. Der ist doch beim Landhändler, ob der da mit einem Steinesammler drüber fahren kann. Und wir müssen hinten das andere Feld auch noch unterfügen, ne? Baumwolle oben. Der ist schon wieder weg, oder wo ist der? Hallo? Oder ist er auf seinen Nachbarnfeldern hier? Warte mal, der hat doch hier. Hier war er doch gerade, der. Kann doch gar nicht so weit weg sein. Ach, hier. Hier dümpelt er rum. Da fährt er. So. Mit einem breiten Ding hier am Arbeiten, ehrlich. Hallo! Der denn hier? Hallo? Hallo! Servus! Guten Tag! Guten Tag! Ja. Du hast ja Pokura beim hier. Landmaschinenhändler und so, ja, mit Maschinen und so, ne? Ja, ich bin Aussichtsfahrer für LKW-Transporte, ja. Ja, aber auch für Steinesammler oder so? Für Gerätevermietung. Ich denke mal, ist ja sonst keiner da heute. Ja, würdest du das denn machen? Wie machen? Bei mir? Ich habe ja da ein Feld mit Steinesammeln und so. Ich kann dir die Fahrzeuge geben, aber ich kann die nicht selber bedienen. Warum Also du musst schon nicht? selber bedienen. Aber ich denke mal, der ist so unterwegs mit dem, ich glaube der Morgenstern hat den. So, ist der da gerade unterwegs? Ja, aber ich habe mich eben angerufen, ob das noch so wäre mit dem, ob man den holen könnte beim Dings. Und das wusste ich ja, dass das geht. Aber ich fahre den nicht, ich bin ja nicht sein Fahrer. Ich bin Fahrer für LKW-Transport, aber nicht sein Fahrer. Ja, ich dachte, du kannst ja was da tun hier. Aber ich weiß es nicht, sein Mitarbeiter, hat er den nicht mehr oder ist der wieder weg oder was? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe auch keinen Mitarbeiter. Meiner ist, weiß ich nicht. Ist gekommen Das. 2 Tage und danach ist er weg und sein Auto steht noch bei mir. Aber ich denke mal, das ist deine Zahlungsmoral. Ja, kann nicht sein. Dann krieg ich Ja, ja was. so. Ich weiß, der hat zu viel Kohle gekriegt. Ich muss Nee, knausriger die hat. werden. Ja, ich habe schon viele gehört, die laufen alle weg, wenn zu viel Geld kriegen. Das stimmt, das haben wir auch schon öfter gehört. Deswegen, ich bin zu gutmütig. Ja, da laufen sie. Am besten nur Peitsche und Zuckerbrot, das reicht. Dann bleiben die immer Ja. alle lenken. Hast du kurz Zeit eigentlich? Nee, siehst du, ich bin am Ackern hier. Ah, für ein kleines Gefühlt. Pläuschen bei mir auf dem Hof. Ach so, ich kann nachher mal vorbeikommen, ja, das können wir machen. Jeste, weil. Ich habe ja da meine Kühe und so. Da ist hier der Bauhof ein bisschen am Buddeln. Vielleicht ist ja auch was Neugieriges zum Gucken, weißt Ja, das kann ich mir mal angucken, das ist kein du? Ja, Problem. hier hinten Aber der hinterm Bauhof Stall. macht gute Arbeit, wirklich top. Ja, keine Frage. Vor allem die Pflasterarbeiten. Also tipptopp, Ja, ne? ja. Er hat bei mir in das Pflaster hat er meine Waschplatz eingebaut, top. Ja, Also das super, ne? war innerhalb einwandfrei, Ja, tipptopp. macht das schon ganz geil. Ja, Ja. das ist top Firma. Der ist nicht gut als Poli nicht gut als Polizist, sondern ist auch gut als mit seiner Baufirma. Das ist Ja, ist schon nicht richtig. schlecht, ja. Ja, 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 ja. ich guck mal weiter, vielleicht ist da hinten drüben. Ich dachte, du könntest für mich arbeiten, aber willst ja nicht, was da. Nee, ich darf dadurch, ich bin ja nicht bei ihm beschäftigt. Ich bin ja nur beschäftigt als LKW-Fahrer. Ich habe noch keine Prokura, wenn er mir irgendwann sagt, hier, pass mal auf, da müssen wir auch mal über Geld reden. Verstehst du, ich kriege ja nur, ich bin ja jetzt nur angestellt für den LKW und deshalb bezahlt er mir meine Rentenversicherung, Krankenversicherung und sonst gar nichts. Also ich kriege ja gar keinen Halt. Wenn ich jetzt hier jeden Tag für ihn 8 Stunden rackern soll oder so, dann müssen wir auch über Geld reden. Du kannst das ja auch gerne umsonst machen, wenn du möchtest. Ja, das kann ich glauben, ja. Nee, Aber das ich war. könnte dir aber auch so Geld geben, ohne dass der das über sein Das Konto wäre dann. laufen lässt. Nein, das wäre noch Schwarzarbeit. Das wäre ja, dann habe ich mich ja verkauft mit anderen Maschinen. Das geht gar nicht. Wieso? Das geht doch. Nee, das Ich geht dachte, nicht. du bist so Das. gestrickt. Nee. Ich bin ganz solide. Ja gut, Alles nach Gesetz. Alles nach Gesetz. ich guck mal drüben weiter. Ja. Okay, ich komme nachher Ne? mal vorbei. Ja, Der komm ist mal doch gleich direkt auf der rüber. anderen Straßenseite, ne? Genau, du warst ja da vorne gerade, hast mich ja gesehen, wie ich auf dem Feld rumgelaufen bin, bestimmt. Nee, ich gucke eigentlich auf die Arbeit, wenn ich was arbeite. Ja, du bist in meine Richtung gefahren und wir hatten so Luftlinie 30 Meter. Also das hättest du fast sehen müssen. Wenn ich durch die Gegend klotzen würde, ja. Ich habe kein GPS, da muss ich mich noch ein bisschen auf die Fahrt Ja, konzentrieren. deswegen hast du ja auch nach vorne geguckt, denke ich. Ja, ich gucke ja dahin, wo ich fahre, ne? Ja, aber dann hättest du mich ja sehen müssen.
Ja gut, wenn ich GPS hätte, wie die Neureichen, dann könnte ich durch die Gegend klotzen. Dann wird die Technik ausmachen. Hast du eigentlich auch diese Vlogs so hier im Internet und so? Nein. Nicht, sonst hätte ich ja sagen können, ich hätte das vielleicht ja gesehen bei dir. Nein. Okay. Nein, nein, nein. Dann musst du mal ich mit konzentriere anfangen. Mich, ich bin noch Arbeiter, der wirklich arbeitet, nicht durch die Gegend klotzen beim Arbeiten. Ja, aber du musst noch diese Vlogs mitmachen, nee, da kannst du Kohle mitschaffen. Ja, nee, nee, nee. Ich stehe dir aber auf die normale Arbeit. Ach ja. Du meinst okay, die ehrliche Arbeit. Ich die ehrliche, genau. Genau, genau. Ehrlich wert am längsten. Gut. Ja. Ja. Alles klar. Joa. Okay, dann bin ich später, ne? Ja, mach langsam. Ich bin ruckzuck fertig hier. Ja, ja. Vielleicht bist du ja eher da, wie ich zu Fuß berühmt wieder bin. Nee, das glaube ich jetzt nicht, aber es könnte schnell gehen, ja. Ja, wir sehen uns. Ciao, ciao. Alles klar, ciao. So, den haben wir fertig. Der macht es leider nicht. Gut. Aber wenn das Ding ja auch ausgeliehen ist, ist okay, dann ist es ja sowieso weg. So, wie sind denn eigentlich hier die ganzen Ballen? Sind das auch die vom Ramsier hier oder was? Hat auch ordentlich hier Ballen drin, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, ich hätte auch eckige Ballen machen müssen. Die kann man schöner stapeln. Ne? So. Er hat hier noch mehr Steine drauf wie ich, muss ich dabei sagen. Ja. Pauschal gesehen hat er mehr. Gucken wir mal, wie hier fortgeschritten wird. Vielleicht mal noch den Bauvertrag, wollte aber nicht so richtig ran. Ach, da ist er doch. Hallo. Hallo. Also ich habe mir schon mal rausgenommen zu zeigen, um was es hier geht, aber natürlich, du kannst es ja auch noch mal mit deinen Worten erklären. Du bist doch der Bauarbeiter hier, der Planer. Das Wichtigste ist eigentlich, dass die Bäume halt akkurat in Linie fallen, weil ja man hier sieht, links Zaun, rechts Haus. Nee, warte. Ja, das lobt mich nur da. Ich wollte gerade sagen, stell dich mal auf der anderen Seite, dann passt der Spruch. Ja, ich stelle mich mal so rum hin. Links Zaun, rechts Haus. Du willst noch ein bisschen Geld verdienen, oder nicht? Ja. Ja. Ne. Und da haben wir halt gedacht, da können wir nur einen Profi anrufen und der hatte keine Zeit und da haben wir dich angerufen. Ja. Welchen Profi habt ihr denn angerufen? Der jetzt die Schreinerei übernommen hat, oder was? Nein, dieser Abendstern, Morgenstern hier am Angerufen. Den Obermeister? Nee, wir haben schon an dich gedacht mit Profi, das war jetzt nur Spaß. Nee, kriegen wir hin, ich hole die Maschinen rüber. Bloß heute kann ich halt gleich nur klein schneiden und im Schredder werfen. Ja. Ja, Birke ist, genau. Birke brennt ja hier auch verdammt schnell weg, also kannst ja nicht mal als Anmachholz brauchen. Und richtig. Die Rechnung einfach an die Gemeinde. Das kriegen wir hin. Ja. Aber apropos, können wir beide mal ganz kurz alleine quatschen? Wir beide? Ja. Mach das, ich gehe um die Ecke, ich lausche nur von beiden, ja. Ja. So, lassen wir die beiden mal alleine. Aber wir könnten ja mal. Ne, wir könnten ja mal gucken, was keiner guckt hier. Haben wir denn da oben Fenster? Nee, leider nicht. Ich glaube, wir müssen uns hier im Fenster hinstellen und durchgucken. Wo sind sie denn jetzt hingelaufen? Ach, da. Mist, die flüstern so leise, ich höre sie. Aber ich sehe sie, was sie machen. Ja, die quatschen noch. Ja gut, nee. Leider reden die zu leise, ich höre nichts. Schade drum. Oh, hier muss das Tor aber wieder zu. Und dieses Tür auch. Nö, eine kleine Kuh flöten geht. Und wer hat eigentlich den Teleskoplader so abgestellt? Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das müssen wir erstmal hier, ne? Der muss aber runtergemacht werden, da läuft man ja vor und verletzt sich noch. Das geht so nicht. So ist das natürlich schon viel besser, da kann man nicht drüber stolpern. So. Wollte ich nur gesagt haben, ne? Ja, der Ramsier ist schon da. Ey, Ramsier! Ramsier!
Jo. Ey, wenn du so fährst, ne, nicht so viel Vollgas, ne? Ja, da war ein Riesenhof hier. Wo seid ihr denn? Da vorne. Ist ja so schnell gefahren, du hast es ja übersehen. Nee. Hier ist zwar die Baustelle hier. Komm mal mit, komm mal hier rüber. Ja, da vorne. Der Morgenstern und die wollen ein Privatgespräch führen gerade. Da müssen wir mal eben kurz wegbleiben. Die wollen ein Privatgespräch führen? Ja, weiß ich, was der vorhat, ja. Ne? Hier soll ein Zaun weichen, ne? Ja. Ist ja gerade schon hier hingefahren. Da soll der Zaun drauf. Ich habe gesagt, den können wir ja noch wieder verwerten irgendwo. Oder die verwerten ihn wieder. Ja. Ja, hier ist so ein Tor drin, ne? Ja. Was? Wo? Mal, hier ist so ein Tor, oder nicht? Ja, da. Ja, nein. Genau. Nein. Nicht, nee, der da hinten. Da hinten nur. Ach so, ich habe gedacht, da wäre ein Tor. Okay. Nein, das soll weg hier, damit man hier schön mit so einem Bieranhänger und Milchtransporter hier drum zufahren kann, ne? Das hier ist doch schon ein Stall, oder nicht? Ja, das ist ja der Stall, aber halt, man muss da durchfahren und da vorne, wo die Tore sind, da ist nämlich Entladestelle hier für die Tiere. Weißt du? Ja. Und ja, mehr sowieso, ja, weißt du? Deswegen muss ich ja hier durchfahren können. Ach so. Und dass wir dann auch noch hier wieder hochgepflastert vernünftig. Nur müssen da hier drei Bäume weichen, deswegen ist der Morgenstern ja hier. Ach, das macht der Morgenstern. Ach, die Bäume müssen weg. Genau, diese drei hier. Also der, wo ich vorstehe hier. Ja, die Birke. Und da hinten die beiden Birken, genau. Okay. Jo. Kann man machen so, ne? Gut, der macht ja auch Holz, ne? Der macht ja morgen. Ja, deswegen. Weg, also hier muss auch noch eine Birke weg, die hier, glaube ich. Ja, auch genau. Die zwei Birken und den dann hier, genau. Dann sind es drei Birken und eine Eiche oder so, keine Ahnung. Was. Ja, Eiche. Genau. Ne? Sollen wir mal rüber gehen? Komm. Ja, von mir aus. Von mir aus. Gehen wir rüber. So. Hallo. Hallöchen. Ganzen. Oh, wo kommen die ganzen Leute her? Servus. Ich habe dir Arbeit gelobt. Ich habe gesagt, wenn der Bauhof da am Arbeiten ist, da komme ich gucken. Das ist natürlich top. Ich bin schon wieder höchstens willkommen. Ja. Na gut, auf jeden Fall weiß ich nicht, ob ihr euch darum mal kümmert, weil ich finde das als Spielerei. Ja. Ne, also wie schon gesagt, in erster Linie kann jeder selber, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und wir werden der Sache mal nachgehen, ne? Das wäre cool. Genau, wir gucken dort mal vorbei und fragen mal, wie so die Politik da ist. Okay. Genau. Gut. Dann wäre, wie gesagt, der nächste Schritt wären die Bäume, weil der Bauhof ansonsten nicht weiterkommt. Ja, drei Birken und eine Eiche müssen weichen. Ja. Ich hole das Holz jetzt rüber, ich fahre rüber, hole Trecker mit Schredder und dann... Jo, drei Aufpasser und eine Eiche. Morgenstern, hast du die Dings schon abgeholt bei meinem Chef? Nee, noch nicht. Okay. Nee, doch nicht, weil ich gleich noch für mein Feld. Den Steinesammler meinst du, ne? Ja. Ja, aber wenn du doch bei deinem Feld bist, dann fährst du einfach 5 Meter weiter und nimmst meine Steine mit. Ach, weil ich euch gerade mal so zusammen hab, ne? Die Steine, die kommen in die Baugrube. Ich darf das aber gar nicht. Ja. Er will immer, dass ich mit meinem Chef sein Zeug bei anderen Leuten fahre. Mein Chef hat gesagt, da ich die Maschine noch nicht hab, kann ich dir für einen Obolus, kann ich die bei ihm ausleihen. Aber ich darf dann nicht mit seinen Maschinen bei anderen Leuten fahren. Das ist ja gar nicht gesetzlich abgedeckt. Aber wo ist denn dein Chef immer? Da müsste doch irgendjemand mal die Rechte geben. Ich bin ja aber nicht, ich bin jetzt nur eingestellt als LKW-Fahrer für Schwerlasttransporte und ich kriege auch kein Gehalt. Er tut mir für meine Gehalt. Das ist gelogen. Nein, ich kriege mein Gehalt. Doch, lass mich mal ausreden. Ich kriege mein Gehalt von Krankenversicherung. Ich bin angemeldet für meine Krankenversicherung. Also ich weiß auf jeden Fall, du hast schon Geld kassiert. Das weiß ich. Ich weiß, ja, das habe ich auch. Oh, gerade ich habe gesagt, du kriegst kein Geld. Das war aber für die Transporte. Das war ja, also verdienst du ja Geld bei ihnen, ist doch denn. Nein, ich habe gesagt, eigentlich verdiene ich ja Geld bei ihm. Ja. Wenn ich jetzt im Monat hier bei ihm also, eine Fahrt fahre, ja nicht, wenn ich eine Tour fahre, die kostet ja mehr wie 450 Euro, oder? Ja, und du bist auf 450 eingestellt, dann darfst du aber eben, nicht mehr. Also kann ich ja nicht mehr am einen Monat machen wie eine Fahrt. Ja, also warte deshalb mal. Deshalb hat er sich ja den anderen Mitarbeiter eingestellt. Du hast dich mal verplappert, was du da gekriegt hast. Und das sind mehr als 400. Ja, warum bin ich das letzte Mal gefahren? Ich habe da ja gerade schon mit den Herren gesprochen, das wird eh alles überprüft. Ja, so, ich habe aber nicht mehr gefahren bei ihm, seitdem. Herr Ackerbau, ich hole die Maschinen. Das könnte ein bisschen laut werden. Ich hoffe, das wird jetzt hier. Ja, ich weiß, hatte der Bauherr hier. Weil es legen ja einige Leute ja Wert darauf, dass die Tiere gut gehalten werden. Genau. Es gibt ja auch Leute, da werden die Tiere auf engstem Raum eingefägt. Herr Morgenstern, guck mal, diese Birke, ne? Die muss weichen. Ja, ich weiß, hatte der nette Herr mir ja schon gezeigt. Aber da vorne auch, hat er mit da vorne auch gesprochen mit dem da hinten?
Genau, die Birke und die Eiche hier. Nee, hier vorne, die können doch stehen bleiben. Das ist doch keine Durchfahrt. Achso. Also, ja, wie ist denn eigentlich mit Umweltschutz? Geht das einfach so Bäume abschneiden hier und so? Das ist mit der Gemeinde geklärt. Das geht doch über die Gemeinde, das habe ich abgeklärt. Aha. Dadurch, oh, pass der auf, der Scheiß, steigert, der, Scheiß, der Scheiß doch gleich wieder anpassen. So schöne Bäume. Pass du mal auf, ich bin neuer Schreinereibesitzer, ne? Das wird dann heute von uns woanders gekauft. Ja, dann mach das doch. Mal so, dann telefonier mal mit unserem Bürgermeister. Bäume darfst du hier nicht fällen, das läuft schon mal über mich. Noch. Ich kann doch auch aus dem Ausland Bäume anliefern, oder? Ja. Du hast keine man kann ich mir nicht mit anhören mit dem Gesabbel da. Das. Die streiten da nur rum, keine Ahnung. Ich mache hier lieber Türen zu. Keiner hier mein Ballenchaos sieht und so, weißt du? Alles schön zu hier. Alles schön reingepackt. Warte mal. Weiter? Das geht nicht. Besser. Warte mal. Wir könnten ja auch mal. Warum? Bitte. Verstecken wir erstmal was hier. Streithellsier, kann man wegfahren damit. Oh. Mega müde. Ganz schlecht. So, Träger nicht mehr müde. So, was ist denn mein Fahrzeug hingeschleppt? Haben Sie was los? Wo ist denn mein Fahrzeug? Wo hast du es denn abgestellt in der Geschwindigkeit, Ger? Na, hier hinten am Hof. Ja, und wo ist es jetzt? Ja, keine Ahnung. Weg. Ja. Oder was? Hier stand's. Ja, hat das vielleicht ein anderer weggefahren, weil es im Weg stand? Ja, wer soll das denn wegfahren hier? Das weiß ich doch nicht. Alter, das kann doch alles nicht wahr sein hier. Das gibt's doch gar nicht. Du musst mal die Fahrzeuge suchen gehen. Das ist Diebstahl. Das kann doch alles nicht wahr sein. Du hast da so einen roten Gruber dran, ne? Ja. Und vorhin hast du mich auch nicht auf dem Feld gesehen, weil du irgendwie tag-nachtblind bist, glaube ich, ne? Boah, lang kurzsichtig, ne? Ja, wo ist denn das Ding? Aber guck mal, wenn du da rüber guckst, was siehst du denn hinter den rosa Ballen da? Ja, da habe ich ja wohl nicht hingestellt, oder? Ja, anscheinend ja doch. Nee, also da war ich mir sicher nicht. Wie kommen wir überhaupt dahin? Ja, um die Ballen laufen oder zwischen dem Hochdruckreiniger. Also da habe ich ihn ja bestimmt nicht hingestellt. Also das wüsste ich ja mit 100%iger Sicherheit. Hier kommst du ja nirgendwo durch. Hier, über den Hochdruckreiniger kommst du drüber weg. Alter, das ist ja ein Unding hier. Mann. Also hier habe ich ihn bestimmt nicht hingestellt. Das ist schon mal ganz sicher. Ich muss überall die Schlüssel abziehen. Das gibt's gar nicht. Wie kommst du hier wieder raus, ohne deine Scheißdreck zu besaugen? Ja, hier vorne. Neben meinem schönen Dings her hier. Neben meinem schönen Glas her. Mann. Unfassbar, ehrlich. Die nächsten werden hier Schlüssel abgezogen. Das geht ja gar nicht. So, einmal Tür zu machen hier. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. So, da waren wir aber noch gerade eben rechtzeitig, dass er es nicht gesehen hat. War schon knapp. Gut. Wollten wir hier noch die Tür zu machen, damit es schön aussieht, der Hof. Gut, diese Schmierflecke hier auf dem Boden, die sind halt so. Jo, da müssen wir noch ein bisschen für die Hühner ein bisschen was kaufen. Wir gucken mal. Es gibt ja so Big Packs hier zum Kaufen. Da hier Hühnerfutter oder halt ein bisschen Weizen oder Gerste. Könnten wir eigentlich uns so kaufen mal, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, ne? Ein bisschen. Weizen? Wie viel sind denn da drin? 1000 Liter nur? Und hier auch 1000, okay. Und hier noch? Nein, Steine, Walfutter, Kalk, Hafer. Ich habe alle 1000, okay. Dann ist ja egal, 1400. Dann ist das so, dann 1400. Kaufen wir uns mal ein Sackerl.
Das sollte, denke ich, erstmal reichen. Da fahren wir mit dem Auto hin. Oder fahren wir mit dem Teleskoplader hin und holen uns das ab. So. Ist ja Automatikkupplung, habe ich ja vergessen. So, fahren wir hier mit hin, können wir oben oder vorne mit Zinken hier reinhängen. Dann fahren wir vorsichtig damit über die Straße. So. Leider kommt man bei mir ja hier rein, ohne hier ein Tor aufzumachen. Kommt man ja leider mit rein. Gut, wie ich den Sack hole, sehen wir in der nächsten Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Und schreibt ruhig fleißig schöne Kommentare und drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und ich sag mal bis dahin, euer Dacapo. Und ciao, ciao.